Hier wird es ein bisschen schwierig. Guten Abend, Leute. Willkommen zurück zur Videoserie aus Bad Kleinkirchen. Am zweiten Tag haben wir uns auf den Kulmnock geschwungen mit unseren E-Bikes. Wie man es hier auf der linken Seite sieht, sind wir die Serpentinen hochgefahren, um uns sogleich dann den Trail wieder hinunterzustürzen. Dies war ein richtig spannender Tag, aber jetzt seht ihr mehr. Eingangs ging es noch über seichte Almwiesen. Aber es hat nicht lange gedauert, bis der Trail etwas schwieriger und anspruchsvoller wurde. Auch galt es hier oder dort mal, das ein oder andere Hindernis zu überwinden. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde es immer wieder besonders schön, wenn man über diese Kämme fährt, der Bergketten und links und rechts die anderen Berge sieht, und mit dem Panorama einfach hinunterfährt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, aber mich als Norddeutschen beeindruckt das in den Alpen immer wieder. Dann immer wieder diese kleinen Momente, wo man sich freut, ein E-Bike zu haben. Kleine Abhebephase. Dann kamen wir zu dem Thema, was uns öfter begegnen sollte in diesem Urlaub. Aber ich glaube, damit muss man leben, wenn man halt gerne die normalen Wanderwege runterfährt. Hier ist vielleicht ein bisschen steiler gerade. Ihr kennt das ja von den Action-Cam-Aufnahmen. Es war hier einfach unglaublich steil. Man musste schon ordentlich mit beiden Bremsen bremsen, um überhaupt zum Stehen kommen zu können. Aber wie immer, man sieht es auf der Kamera nicht. Wir hatten aber richtig Spaß hier runterzufahren. Und neben den Überstiegen gab es auch diese netten Vs, wo man dann mit dem Fahrrad sich durchschlängeln musste. Aber die Dinge machen ja auch den Fahrradfahralltag spannender. Nee, das finde ich voll gut sowas. Schwerpunkt halt.
Vorteil von hinten haben. Jetzt sind wir in so einem Bereich, der mir eigentlich am meisten Spaß macht. Ich mag unglaublich gerne diese naturbelassenen Trails, wo man so komplizierte Wurzelfelder runterfährt. Also ich habe hier den größten Spaß. Es war aber schon wirklich herausfordernd und ja, wir haben immer gut aufeinander aufgepasst und gewartet, dass jeder in seinem Tempo da runterfahren konnte. Ist es allerhöchste Zeit, noch ein bisschen Raw Sound auf die Ohren zu bekommen. Hier wird es nochmal ein bisschen steiler gleich. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel Spaß solche Trails machen. Der zweite Tag hier hat echt wirklich Lust auf mehr gemacht und die nächsten Tage sollten uns nicht enttäuschen. Aber jetzt zunächst mal der Rest der Abfahrt. Und dann war es natürlich auch mal Zeit, dass es mich erwischt. Mit leichtem Übermut wollte ich hier in diese steile Passage einsteigen und dann... Hallo?
hier wohl artgerechtes Fahrrad weggeworfen. Ja, wie man sieht, habe ich mich mit einem Sprung vom Fahrrad in so ein paar Tannenäste sehr gut abfedern können. Das Fahrrad war umgefallen, hatte auch wirklich eigentlich nichts abbekommen. Ja, insofern, ja, Glück im Unglück. Aber Stürze gehören dazu. Ja, wenn man fast ganz unten ist, kann man hier relativ bequem wieder in die Reste vom Flow Trail einsteigen. Die sind wir dann zu Ende gerollt hier. Ich glaube, das müssen wir uns heute nicht mehr angucken. Freut euch auf das nächste Video vom nächsten super spannenden Trail aus Bad Kleinkirchen. Allen, die es geschafft haben, bis hierhin durchzuhalten, denen möchte ich natürlich vielmals danken, dass ihr meinen Content anseht und ja, wie alle YouTuber sagen, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, einen Daumen hoch gebt oder vielleicht Kommentare drunter schreibt, wie ich es besser machen kann oder was euch besonders gut gefallen hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.